Dobro, jaz sem Antonio Janežič, prihajam iz Ilirske Bistrice, star sem nekaj let, če svojih 60. Pri svojih 15 letih sem zbolel za otroško paralizo. Žal, posledice so bile nekako toliko hude, da so pustile in še vedno držijo v okvari noge in pa roke. Posledično iz tega izhaja tudi težka bolezen, bolezen tudi hrbtenice, ker je nosilka vsega telesa. Seveda, to bolezen sem dobil v otroštvu, po vsej verjetnosti in prav gotovo s cepljenjem, ko je telo postalo premalo, močno oziroma šibko, da bi preneslo invazijo tistega, kar so mi takrat dodali. Vesel sem, da me je povabila in mi povedala gospa Vida za gospo Tanjo in pa gospo Ano, ki jo še z veseljem pričakujem, in da bom z njihovo pomočjo upal in rešil marsikateri problem, ki me je že 50 let žulje. Hvaležen sem vsem, ki me obdajajo s svojo dobroto in z znanjem, ki ga skušajo in nam dajajo. V najtežjih trenutkih, ko veliko človeka misli že, da se res tak, da ti daje moč in pa voljo še naprej. Hvala, danke. Danke schön. Hvala, Vida, danke. Das ist, er hat über sein Leben erzählt, wie das angefangen mhm. hat von der Impfung und was danach geschehen ist mhm. mit ihm und wie er das Leben hat lange so meistern können, wie er wollte und hat trotzdem hat sich so durchgeschlagen mhm. mit seiner Gesundheit und ist dankt dir und allen anderen, die ihm geholfen haben, bis hierhin zu kommen, ja, um seine Sache zu ihm zu helfen. Wir geben unser Bestes. Erzähl noch mal kurz, also das Impfen. Er war ein gesunder Junge. Er war gesund, ja. Und dann ist er geimpft worden mit wie vielen Jahren? Mit 15. Mit 15 oder 15? 15 ist ihm und 15, ja. Ja. Genau an seinem Geburtstag. Ah, und dann ging die Leidensgeschichte los. Ja, jaz sem bil na leto v bolnici. Ein Jahr ist er im Krankenhaus gewesen. Tako da so mi dajali jest, ne samo z rokami čisto nič. Er konnte nicht essen, er konnte gar nichts. No, pa dan sem veliko so spravili me prvič na noge. Und da haben sie ihn so langsam nach einem Jahr auf die Beine gestellt. No, potem sem lahko še prvič na noge z oporo dveh, ne, potem z eno. Mit Unterstützung. Konnte dann mit beiden Beinen ein bisschen. Was ein Schicksal. In Potenz und Passam, Naridu. Und dann hat er so alleine. Naridu, paar Korakov, ne? Alleine hat er versucht, ein paar Schritte zu gehen. Tako da, da se veliko res, moram, če zdaj pogledam nazaj, se moram zahvaliti oficialni medicini, da me je pač obdržala. Zahvaliti se moram tudi više. Je dankbar, da sie ihn nur auf die Beine gestellt haben. Bogu in vsem višjim silam, ki so bile nad mano. Duhovnosti, ki jo je dobil. Po nemško. Nee, das ist in Ordnung. Wir haben es ja in eurer Sprache. Ich wollte nur das mit dem Impfen, weil wenn er den Mut hat, über seinen Impfschaden zu sprechen, hilft er vielen anderen Menschen, weil wir haben täglich hier Impfopfer, Impfgeschädigte, aber die Welt hört nicht zu. Si dober, da bi rod tu povedal v svet, kaj se zgodi s tem cepljenjem, da je dober, ki rabi, tako da pride tu ne ven, čim več, da se tudi malo kaj spremeni v tem. Ja, sigurno sem za to, da se te stvari delajo bolj, da se pač uporablja takrat, ko je breko izhod neizogiben, da moraš to narediti. Ti cerkva, bom rekel, in to sem veliko krat razmišljal. On je zato, da se upora, er ist dafür, dass man sowas nur in dringenden Fällen anwendet und nicht bei jedem
Einfach impft. Ja, genau. Ja, das Transkucink ist so sicher. Die Nebenwirkungen sind garantiert. Ja. No. In der Nekom je koriste, nekom je škode, je pa res, da posledica... Manchen helfen sie, aber den meisten schaden sie. Tako, zdaj pa je preko pa računica, nekom je škode, nekom je koriste. Tisti, ki škode, tisti, ki koriste, je vesel, tisti, ki škode, pa preko nikoli enako vreden. Die dann geschädigt sind, sind nie gleich berechtigt. Ja. Ich das weiß, es ist eine Probleme im Leben. Und haben das ganze Leben lang Schwierigkeiten. Ja. Tako da je pa, bi rekel, zdaj pa tako, ko stopiš pa na pot drugačnosti. Wenn du einmal auf den Weg, auf den anderen Weg gehst, je pa lepo in spoštljivo. In ist sehr schön und erwähnenswert. Ko spoznaš na tej poti ljudi, wenn man auf diesem Weg Leute kennenlernt, ki ti želijo pomagati, die dir helfen möchten, razbremenijo bremena, nehmen von dir die ganze schwere die Last. Ja. In popeljejo v lepše, lažje življenje. In ti pomagajo popeljati v lažje, lepše življenje. In helfen sie dir, ein bisschen leichteres Leben zu bekommen. Zato hvala Vide, hvala Jožice, hvala vsem, ki ste mi pomagali. Danke Vide, danke Jožica, danke Anita, Tanja, Anita. Ana je tu pa sigurno. In pa seveda tudi ob tej prilike, hvala tudi oficialni medicini, ki me je držala po koncu, da sem lahko preživel takrat, ko sem umiral. Und danke der Medizin, die mir die ersten Schritte ermöglicht hat. Na koncu bi pa rekel, res na koncu, pa hvala Vide, ker me je pripeljala sem in ena zadnja. Sem moj, ki so me podpirali. Und allen meinen Verwandten, die mir geholfen haben, mich aufrecht zu erhalten. Tako, mame, očete, brate. Brate in sestre, hvala vsem. Mein Vater, Mutter, meine Schwester und meine Bruder. Schulter, und jetzt noch mal bitte. Levarama Jevichi. Das linke Schulterblatt ist höher. Levalopatis Jevichia. Sind ungefähr 2 cm. Nekako 2 cm. Und er kann gar nicht richtig stehen, er muss sich hier halten. Zariti tega ne more stati, se more držati. Der Rücken geht nach links rüber. Hrbtenica gre na levo. Links, levo, links, levo, links, levo, links, levo, links, levo, links, levo, links. Und hier Gegenschwung nach rechts. Ja. Ein großer Schiefstand. Zelo postranje. Dann bitte auf die Liege. So, über die Jahre. Cez leta. Die Nervenschwäche und Einschränkungen sind die Füße steif geworden. So, živci in malo miganja so noge. Was hast du gesagt? Dass die Füße sind steif geworden, man kann sie nicht mehr bewegen im Gelenk. Ne more u členkah noge premikat. Das rechte Bein sieht so länger aus. Desna noga je daljša. An den Fußknochen ist auch das rechte Bein länger. Und an den Kniescheiben sieht man das auch. Antonio, genau. Antonio ist ein Impfscham und er hat eben schon ein Interview gegeben. Ja. Seit 15 hat er das Ganze und er war ein Jahr im Krankenhaus. Und konnte gar nicht laufen nach der Impfung. Und mit sehr viel Mühe ist er wieder ins Leben gekommen. Ja. Impfschäden haben wir jeden Tag dabei. Selbst gestern auch. Du hast es selbst gesehen, junge Dame. Ja. Wie schlimm sie dran war. Nach dem Impfen gleich krank geworden. Und jetzt haben wir noch die Impfpflicht. Zdaj imamo še, se morajo ljudje nujno cepiti. Und wir müssen lernen, uns zu wehren.
In mi se moramo braniti proti cepljenju. Ich kämpfe schon seit über 50 Jahren gegen das Impfen. Ja se borim proti cepljenju že 15 let. Mit vielen tausenden Menschen. S več tisoč ljudi. Unser Prozess ist längst verjährt, aber wir geben nicht auf. Naši procesi so že leta prišli, desetletja prišli, prešli. Schon damals wurden meine beiden Kinder krank nach der Impfung. Že takrat so moji otroci zboleli na cepljenje. Da haben nichts mehr gehört und nach hat sich die Sehkraft abgebaut. Ich bin schon Frührentner und die ganze Geschichte ist so dramatisch. Also, impfen, nein, danke. Das lassen wir einfach nicht mehr mit uns machen. Ne pustimo več. Ja, ich gebe euch heute Info mit. Von Gut, ihr Lieben, und geht dann nach München. Dort findet eine Großdemo statt. Pojdite u München. Tam je demonstracija velika, 21. marca. Und Robert Kennedy kommt in, extra aus USA. Robert Kennedy bo prišel iz Amerike extra. Er ist der Impfgegner, Anwalt und er vertritt Impfopfer. On je advokat proti cepljenju. Ja, gut ihr Lieben, grundinformiert. Nachher habe ich noch mehr zu erzählen. Potem bom vam še več povedala. Genau, vielleicht kannst du auch noch erzählen, was du eben auch bei diesen ganzen Impfgiften noch in der Lage bist zu machen. Ja, ja, die Impfgiftausleitung, ja, die mache ich ja auch seit vielen Jahren schon. Ich habe sehr viel Erfahrung. Ich kenne jedes Virus, was den Menschen eingeimpft wurde und kann dann in der Gruppe mache ich das nachher, diese Impfgiftlöschung auf der zellularen Ebene aufheben. Und natürlich mache ich auch die Schwermetallausleitung, weil Aluminium, Nickel, Quecksilber, Palladium, alles da eingemischt wurde und das belastet den Organismus am allermeisten. Ja, ich probiere alle stvari, ki so u cepljenju notri od teških kovin do strupov in drugih reči, tako da so ljudje čisti in se lahko zdravijo do, pobere vse ven do celularne ebene. Du machst das ganz toll, du kannst gleich bei uns bleiben. Super, also ihr wisst jetzt ein bisschen mehr und mehr gibt's dann, wenn ihr kommt und dann mache ich das mit euch. Alles lieb, alles gut, danke. Und jetzt če pridete, bom vse pozdravila. Können wir hier schauen? Hat er mehr, der Junior? Zdaj bomo videli. Ja, ich fange mit ihm an. Ich will nur wissen, ob ich alle rufen kann. Ja, ihr könnt aber auch hier schon herkommen, näher kommen. Und hier könnt ihr deutlich erkennen, dass pridite in pogledajte. Kürzer ist als dieses. Da je ena noga krajša kot druga. Also mittig. Und ich mache jetzt Folgendes. Zdaj, ich behandle ihn jetzt in die boš pozdravljen in bo ozdravila in glavo dueli. Zapri oči. Pusti se. Ich erzeuge eine Energie, die seinen Körper jetzt völlig erneuert. Ti dela energijo, ki ti začne v glavi, da se tvoje telo. Auch nicht mittig, wenn der Mensch schief ist, alles auf die Seite verlagert. Tvoje kosti v glavi ne ležijo prav in bodo poravnane. Das ganze Drüsensystem muss neu. Vse žlezve morajo novo, bodo novo na novo postavljeni. Gleichgewichtsorgane, das Gehör, das in za organi za ravnotežje bodo tudi popravljeni. Und das Wichtigste ist natürlich der Atlaswirbel. Atlas bo zdaj postavljen na mesto. Beim schiefen Becken, was ihr alle habt, ist der Atlaswirbel auch schief eingebaut. Medenica je zavrtena, zaradi tega je tudi atlas zunaj. Und das behindert die Kopfdurchblutung.
in to prepreči prekrvavitev možganov. In drugih. Haben, dann drückt es oft das Herz zur Seite. In pri skoliozi je srce stišnjeno na drugo stran. Bei manchen Menschen schließen dann die Herzklappen nicht richtig und die lassen sich operieren. Pri kakšnih ljudeh so sklopke, srčne sklopke ne delajo prav in se operirajo, jih njih operirajo. Viele müssen Bluthochdruckmittel nehmen oder haben Herzrhythmusstörungen. Obilo ljudi ima srčne motnje in dobivajo tablete proti visokemu pritisku. Nach meiner Arbeit können die Operationen abgesagt werden. Po mojem delu so operacije, ne pride operacije več v poštev. Und so hat sich das Becken jetzt perfekt eingepasst. Medenica se je, poravnala in hrbtenica se bo. Die Kniescheiben haben sich völlig neu sortiert und hier unten, komm gucken, passt das perfekt. In jetzt so noge, ja, obojne enako. Ja. Da komm. Enake. So, mein Lieber. Tako, Antonio. Antonio, guck. Widersch? Oder bist du auf? Oh, super! Oh! Sehr schön! Gratulation! Ja, sehr gut, du kamst auch besser hoch. Die Wurstchen sind die besten. Ja. Vala lepa. Habt ihr schon zugeschaut? Ihr könnt noch mal bei den Jungs schon hatten, ja? Gut, mein Lieber. Fantastisch. Wir machen noch ein Foto und dann kannst du schon aufstehen. Ja, ich alles andere machen. Ja. Er wollte noch erzählen, wie er jetzt läuft. Wie läufst du? Kakul hodisch. Dobro, še imam občutek, da še dela energija, ker me... Hat das Gefühl, dass die Energie... Ich habe sehr heiß ist mir und ich fühle mich so ein bisschen anders als vorher. Ja, das ist auch passiert. Ist aber so, etwas Neues geht in mir rum. Ich wünsche mir, dass ja. Ich, ohne dass ich mich festhalten muss, dass ich stehe. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt kommt das. Ich da. Sagte, ich fühle das. Ja, das kommt jetzt. No, ja. No, super, se mi zdi že. Ja. Ti se, ti stojiš na miri. Moraš malo hoditi, pa let, da se stabilizira tudi tvoja muskulatura. So, die Schultern sind besser geworden, besser als vorher. Je boljše kot kot prej. Und der Rücken ist auch besser. Die Hälfte besser. Ja? Hrbtenica je polovico boljša kot prej. Wird besser werden, ja? Bitte schön. Ja, erzähl mal. Tako ga nismo še nikdar videli hoditi. Und auf Deutsch. Jetzt läuft so, wie wir ihn noch nie gesehen haben, dass läuft. Wunderbar. Gerade, ohne Schlenker, ohne nichts. Tonio je tako dobro hodil, kakor ga nismo še nikdar videli, naravnost, brez da bi kakšno ovinke delal. Zelo dobro. Hvala. Vas, ti še kaj povedi, če ćeš, kako hudeš? Ja, jaz lahko rečem zase, da to, kar sem tukaj poskusil po terapiji, ki jo je gospa Ana naredila, lahko rečem, da me malo švica,
sem, bi rekel, še zvedno pod vplivom terapije, ampak, ko ste lahko videli, in tiste, ki me poznaste, bo ste lahko videli, kakšna je razlika v hoji. Sam se pa že zdaj počutim, da hodim lažje, pa tudi, bi rekel, nekako bolj motoričen v prostoru, kjer sem. Prej sem, kot je gospa Vida že povedala, bi rekel, ova geo, se pravi tudi gospa Tanja, to prvo gotovila, da je pol telesa sicer malo debelejše, ker se je muskulatura tako ustvarjala. Zdaj, bi rekel, se pa telo sprošča in je čisto enako vredno skoraj počasi gre na uravnoteženost. Prej, ko je delala gospa Tanja prvo preiskavo, nisem sam stal, sem njemu podporo, zdaj lahko pokažem, da tako tudi lahko stojim, sicer bi rekel malo daljše obdobje, ki ga nisem prej naredil. Ja, tako da obema hvala, hvala tudi gospe Vidi in vsem, ki ste me podpirali oziroma pripeljali do tega. Tako da vsem hvala še enkrat in Bog ne vam povrne v zdravju in sreče. Tako bom gospa Ana in tako bom Tanja in so vam stavili. Hvala. Wir wünschen Ihnen alles Gute, ja? Dass wir ihm helfen konnten und wünschen ihm ein wunderschönes Leben. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, hvala. Hvala. Ja, das ist aber eine Sache. Das hat er noch erzählt? Ja, das Gleiche, was ich gesagt habe, er hat nur dann auch noch erzählt, was Anna gesagt hat, wie sie das alles begradigen wird und was sie begradigt hat. Und dass er jetzt schon sehr gerade läuft, ohne Schlenker, was ich vorhin schon gesagt habe. Und dass sich das andere bisschen, was ich noch begradigen muss, begradigen wird. Weil die Muskulatur und alles andere im Körper sich der neuen Situation anpassen muss. Ja, wunderbar. Super, vielen Dank. Dankeschön. 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 Alles Gute. Danke auch. Gut.